بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Elif, Lam, Ra. Dies ist ein Buch, das wir zu dir hinabgesandt haben, damit du die Menschen mit der Erlaubnis ihres Herrn aus den Finsternissen hinaus ins Licht bringst, auf den Weg des Allmächtigen und Lobenswürdigen, den Weg Allahs, dessen ist, was in den Himmeln und was auf der Erde. Und wehe den Ungläubigen vor einer strengen Strafe. Diejenigen, die das diesseitige Leben mehr lieben als das Jenseits und von Allahs Weg abhalten und danach trachten, ihn krumm zu machen. Sie befinden sich in weitreichendem Irrtum. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. Und wir haben keinen Gesandten gesandt, außer in der Sprache seines Volkes, damit er ihnen die Botschaft klar macht. Allah lässt dann in die Irre gehen, wen er will, und leitet recht, wen er will, und er ist der Allmächtige und Allweise. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Und wir sandten ja bereits Moses mit unseren Zeichen. Bringe dein Volk aus den Finsternissen hinaus ins Licht und erinnere sie an die Tage Allahs. Darin sind wahrlich Zeichen für jeden sehr Standhaften und sehr Dankbaren. Und als Moses zu seinem Volk sagte, gedenkt der Gunst Allahs an euch, als er euch vor den Leuten Pharaos rettete, die euch eine böse Qual auferlegten, eure Söhne abschlachteten und nur eure Frauen am Leben ließen. Seht, darin war für euch eine gewaltige Prüfung von eurem Herrn. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. Und als euer Herr ankündigte, wenn ihr dankbar seid, werde ich euch ganz gewiss noch mehr Gunst erweisen. Wenn ihr jedoch undankbar seid, dann ist meine Strafe fürwahr streng. Und Moses sagte, wenn ihr undankbar seid, ihr und alle, die auf der Erde sind, so ist Allah wahrlich unbedürftig und lobenswürdig. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب.
Ist zu euch nicht die Kunde von denjenigen vor euch gekommen, des Volkes Noahs, der Ad und der Samud und derjenigen nach ihnen? Nur Allah kennt sie. Ihre Gesandten kamen zu ihnen mit den klaren Beweisen. Sie aber steckten vor Grimm ihre Hände in den Mund und sagten, wir verleugnen das, womit ihr gesandt seid. Und wir sind über das, wozu ihr uns aufruft, fürwahr in einem starken Zweifel. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. Ihre Gesandten sagten, gibt es denn einen Zweifel über Allah, den Erschaffer der Himmel und der Erde, der euch ruft, um euch etwas von euren Sünden zu vergeben und euch auf eine festgesetzte Frist zurückzustellen? Sie sagten, ihr seid nur menschliche Wesen wie wir. Ihr wollt uns von dem abhalten, dem unsere Väter dienten. So bringt uns eine deutliche Ermächtigung. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Ihre Gesandten sagten zu ihnen, wir sind zwar nur menschliche Wesen wie ihr, aber Allah erweist Wohltaten, wem von seinen Dienern er will. Es steht uns nicht zu, eine Ermächtigung zu bringen, außer mit der Erlaubnis Allahs. Und auf Allah sollen sich die Gläubigen verlassen. Warum sollten wir uns nicht auf Allah verlassen, wo er uns doch unsere Wege geleitet hat? Wir werden das, was ihr uns an Leid zufügt, ganz gewiss geduldig ertragen. Und auf Allah sollen sich diejenigen verlassen, die sich überhaupt auf jemanden verlassen wollen. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. Diejenigen, die ungläubig waren, sagten zu ihren Gesandten, wir werden euch ganz gewiss aus unserem Land vertreiben, oder aber ihr kehrt zu unserem Glaubensbekenntnis zurück. Da gab ihnen ihr Herr als Offenbarung ein, ganz gewiss werden wir die Ungerechten vernichten, und wir werden euch ganz gewiss nach ihnen das Land bewohnen lassen. Dies gilt für denjenigen, der meinen Stand fürchtet und meine Androhung fürchtet. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت Und sie riefen Allah um Sieg über die Ungläubigen an, und enttäuscht wurde jeder widerspenstige Gewalthaber. Hinterdrein kommt für ihn die Hölle, und er bekommt eitriges Wasser zu trinken, das er schluckt, aber beinahe nicht hinunterbringt. Und der Tod kommt zu ihm von überall her, doch kann er nicht sterben. Und hinterdrein kommt harte Strafe. مثل الذين كفروا بربهم
أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز Dies ist das Gleichnis derjenigen, die ihren Herrn verleugnen. Ihre Werke sind wie Asche, auf die der Wind an einem stürmischen Tag heftig bläst. Sie haben keine Macht über etwas von dem, was sie erworben haben. Das ist wirklich der tiefe Irrtum. Siehst du nicht, dass Allah die Himmel und die Erde in Wahrheit erschaffen hat? Wenn er will, lässt er euch vergehen und bringt eine neue Schöpfung. Und dies ist für Allah keineswegs schwer. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص Und sie erscheinen alle vor Allah. Dann sagen die Schwachen zu denjenigen, die sich hochmütig verhielten, wir waren doch eure Gefolgsleute. Könnt ihr uns nun vor Allahs Strafe etwas nützen? Sie sagen, wenn Allah uns recht geleitet hätte, fürwahr hätten auch wir euch recht geleitet. Gleich ist es in Bezug auf uns, ob wir ängstlich sind oder standhaft bleiben. Es gibt für uns kein Entrinnen. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم Und der Satan sagt, nachdem die Angelegenheit entschieden ist, Gewiss, Allah hat euch ein wahres Versprechen gegeben, und ich habe euch etwas versprochen, es aber dann gebrochen. Und ich hatte keine Macht über euch, außer dass ich euch gerufen habe und ihr auf mich gehört habt. So tadelt mich nicht, sondern tadelt euch selbst. Ich kann euch nicht zur Hilfe kommen und ihr könnt mir nicht zur Hilfe kommen. Ich weise es ja von mir, dass ihr mich zuvor Allah beigesellt habt. Gewiss, für die Ungerechten gibt es schmerzhafte Strafe. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام Aber diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, werden in Gärten eingelassen, durcheilt von Bächen. Ewig darin zu bleiben, mit der Erlaubnis ihres Herrn. Ihr Gruß darin wird sein, Friede. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون Siehst du nicht, wie Allah ein Gleichnis von einem guten Wort geprägt hat? Es ist wie ein guter Baum, dessen Wurzeln fest sitzen und dessen Zweige in den Himmel reichen. Er bringt seinen Ernteertrag zu jeder Zeit hervor. Mit der Erlaubnis seines Herrn. Und Allah prägt für die Menschen Gleichnisse, auf das sie bedenken mögen.
ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Und das Gleichnis eines schlechten Wortes ist wie ein schlechter Baum, der aus der Erde herausgerissen worden ist und keinen festen Grund mehr hat. Allah festigt diejenigen, die glauben, durch das beständige Wort im diesseitigen Leben und im Jenseits. Doch Allah lässt die Ungerechten in die Irre gehen. Allah tut, was er will. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. Siehst du nicht jene, die Allahs Gunst gegen Undankbarkeit eingetauscht und ihr Volk in die Wohnstätte des Niedergangs versetzt haben, in die Hölle, der sie ausgesetzt sind, ein schlimmer Aufenthalt. Und sie haben Allah andere als seinesgleichen zur Seite gestellt, um die Menschen von seinem Weg abirren zu lassen. Sag, genießt nur, euer Ausgang wird ja in das Höllenfeuer sein. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. Sag zu meinen Dienern, die glauben, sie sollen das Gebet verrichten und von dem, womit wir sie versorgt haben, heimlich und öffentlich als Spende ausgeben, bevor ein Tag kommt, an dem es weder Verkaufen noch Freundschaften gibt. Allah, الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. Allah ist es, der die Himmel und die Erde erschaffen hat und vom Himmel Wasser herabkommen lässt, durch das er dann für euch Früchte als Versorgung hervorbringt. Und er hat euch die Schiffe dienstbar gemacht, damit sie auf dem Meer auf seinen Befehl fahren. Und er hat euch die Flüsse dienstbar gemacht. Er hat euch die Sonne und den Mond in ihrem unablässigen Lauf dienstbar gemacht. Und er hat euch die Nacht und den Tag dienstbar gemacht. Und er gewährte euch von allem, worum ihr batet. Wenn ihr die Gunsterweise Allahs aufzählen wolltet, könntet ihr sie nicht erfassen. Gewiss, der Mensch ist wahrlich sehr oft ungerecht und sehr oft undankbar. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Und als Abraham sagte, mein Herr, mache diese Ortschaft sicher und lasse mich und meine Kinder es meiden, Götzen zu dienen. Mein Herr, sie haben viele von den Menschen in die Irre geführt. Wer mir nun folgt, der gehört zu mir. Und wer sich mir widersetzt, so bist du ja allvergebend und barmherzig.
ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء Unser Herr, ich habe einige aus meiner Nachkommenschaft in einem Tal ohne Pflanzungen bei deinem geschützten Haus wohnen lassen. Unser Herr, damit sie das Gebet verrichten, so lasse die Herzen einiger Menschen sich ihnen zuneigen und versorge sie mit Früchten, auf dass sie dankbar sein mögen. Unser Herr, du weißt ja, was wir verbergen und was wir offenlegen. Vor Allah ist nichts verborgen, weder auf der Erde noch im Himmel. Alles Lob gehört Allah, der mir trotz meines hohen Alters Ismail und Isaak geschenkt hat. Gewiss, mein Herr ist wahrlich der Erhörer des Gebets. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب Mein Herr, mach, dass ich das Gebet verrichte, ich und auch einige aus meiner Nachkommenschaft. Unser Herr, vergib mir und meinen Eltern und den Gläubigen an dem Tag, da die Abrechnung stattfinden wird. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء Und meine ja nicht, Allah sei unachtsam dessen, was die Ungerechten tun. Er stellt sie nur zurück bis zu einem Tag, an dem die Blicke starr werden. Sie kommen hastend, die Köpfe hochhebend. Ihr Blick kehrt nicht zu ihnen zurück und ihre Herzen sind leer. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال Und warne die Menschen vor dem Tag, an dem die Strafe über sie kommt. Da werden diejenigen sagen, die Unrecht taten, Unser Herr, stelle uns auf eine kurze Frist zurück, so werden wir deinen Ruf erhören und den Gesandten folgen. Hattet ihr denn nicht zuvor geschworen, es würde für euch keinen Untergang geben? Ihr habt noch in den Wohnorten derer gewohnt, die sich selbst Unrecht zugefügt haben. Und es ist euch klar geworden, wie wir an ihnen gehandelt haben. Wir haben euch doch Beispiele geprägt. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار سرابيلهم من قطران سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار
Und sie haben bereits ihre Ränke geschmiedet. Aber ihre Ränke sind bei Allah, auch wenn ihre Ränke derart sind, dass davor die Berge vergehen. So meine er nicht, Allah würde sein Versprechen gegenüber seinen Gesandten brechen. Gewiss, Allah ist allmächtig und Besitzer von Vergeltungsgewalt. An dem Tag, da die Erde zu einer anderen Erde verändert werden wird, und ebenso die Himmel, und da sie vor Allah erscheinen werden, dem einen, dem Allbezwinger. An jenem Tag wirst du die Übeltäter in Ketten zusammengebunden sehen. Ihre Kleider werden aus Pech sein, und das Feuer wird ihre Gesichter überdecken. ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. Damit Allah jeder Seele vergelte, was sie erworben hat. Gewiss, Allah ist schnell im Abrechnen. Dies ist eine Botschaft an die Menschen, damit sie dadurch gewarnt werden und damit sie wissen, dass er nur ein einziger Gott ist und damit diejenigen bedenken, die Verstand besitzen.